Willkommen zurück, ihr Lieben, bei Mutatione. Ja, in der letzten Folge haben wir von Aileen natürlich eine sehr, sehr pikante Nachricht bekommen, beziehungsweise auch ein Geheimnis erfahren, nämlich, dass sie die Vermutung hat, dass ihr Baby nicht von Graubert ist, sondern von unserem lieben Tunk hier. Und das Ganze will sie Graubert am nächsten Tag anvertrauen. Graubert ist aktuell noch auf See. Wir können jetzt hier den Tag weiter fortschreiten lassen oder noch mal kurz gucken, ob wir irgendwo jemanden zum Gespräch erwischen. Zum Beispiel hier die Mori. Schauen wir mal, ob die da ist. Tja, sogar Miu ist da. Und Spike. Mal ehrlich, er macht nichts anderes mehr, als sich das anzusehen. Ich fange an, mich Sorgen um den Jungen zu machen. Das ist doch nicht normal. Was ist denn normal? Denkst du nicht, er sollte mehr aus dem Haus gehen? Ein bisschen Fernsehen ist ja in Ordnung, aber zurzeit guckt er eine ganze Staffel pro Tag. Er mag sie. Es ist schön, dem Leben zu entfliehen, aber manchmal ist es schwierig, zurückzukommen. Diese Soaps geben ihm auch eine ganz falsche Vorstellung davon, wie die Dinge im Leben laufen. Und ich bin mir sicher, wenn er manchmal mit uns diskutiert, dann benutzt er Sätze, die er von seinen Serien aufgeschnappt hat. Vielleicht kannst du ja mit ihm reden, Miu. Ihn an die frische Luft locken, jagen gehen oder sowas. Ich weiß nicht. Das ist nun mal sein Ding. Zumindest macht er ja morgen diesen Ausflug mit dem Boot. Vielleicht ist es ja schön, romantisch veranlagt zu sein. Aber so funktionieren die Dinge in der echten Welt nicht. Aber was, wenn es so sein könnte? Mit ein bisschen Hilfe? Ich habe vor langer Zeit beschlossen, dass es besser ist, wenn ich für mich bleibe. Naja, ich musste ja auch auf dich aufpassen. Ich bin jetzt erwachsen. Man gewöhnt sich dran, allein zu sein. Klar, es hat seine schönen Seiten und Momente, aber dieses Gefühl, dass dein Glück in den Händen eines anderen liegt? Oha, ich kann mir nichts Angsteinflößenderes vorstellen. Büffel können einem ganz schön Angst machen, wenn sie auf dich zugelaufen kommen. Okay. So, Donnerstag. Ich sollte Opa von dem Garten am Leuchtturm erzählen. Ich habe die Beherrschung verloren. Ich bin schrecklich. Alles ist schrecklich. Ich muss Aileen den Garten am Leuchtturm zeigen. Oh mein Gott. Aileens Baby ist von Tung. Das ist so abgefahren. Und ich soll morgen mit ihm abhängen und kein Wort darüber verlieren. Ja, das wäre vielleicht tatsächlich besser. So, ich habe Mama gesagt, dass ich sie heute anrufe. Ehrlich gesagt, würde ich schon ganz gerne mit ihr sprechen. Naja, gut. Dann gehen wir mal in das Telefon. Ja, in die Bar zum Telefon. Und telefonieren mit unserer Mutter. Ich glaube, das ist auch das, was passiert, wenn wir jetzt die Uhr anklicken. Genau. So. Gucken wir mal, wie es ihr geht. Kai, meine Süße, bist du das? Wie schön, deine Stimme zu hören. Ich bin so froh, dass du dran gedacht hast, mich anzurufen. Wie läuft es? Ganz okay. Was machst du da so? Ich habe Opa geholfen beim Gärtnern. Ich habe den Eindruck, dass er das so will. Aber es ist alles etwas seltsam. Es gibt da viele verschiedene Pflanzen, nicht? Ich erinnere mich, dass meine Mutter gesagt hat, das Team für Exobotanik wäre ganz aus dem Häuschen gewesen. Wie ein Altgewässer voller unbekannter Spezies. Sie sind auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber nichts Gefährliches. Sowas wie fleischfressende Pflanzen. Mach einen Witz. Oh, doch, mit ungewöhnlich meinte ich unter anderem, dass mir erst gestern eine riesige Pflanze den Finger abgebissen hat. Ich hatte es nur noch nicht erwähnt. Tja, das hört sich doch ganz nach dir an. Ich freue mich, dass du da gut zurechtkommst. Wie geht es deinem Opa? Er sieht schon deutlich besser aus. Heute hat er schon das Haus verlassen, war im Badehaus und so. Wow. Es hört sich so an, als würdest du da eine wichtige Rolle spielen. Ich bin so stolz auf dich. Ja.
Aber es ist alles. Oh, habe ich erwähnt, dass dein Bruder heute ein neues Wort gelernt hat? Lass das. Na gut, es klingt eher wie lass da. Ich muss wohl oft mit ihm schimpfen. Wir vermissen dich, Süße. Ich vermisse euch auch. Wie bitte? Was klebt? Hör auf. Hör auf, klebt zu schreien. Tut mir leid, Süße. Ich sollte wohl besser herausfinden, was da klebt. Wir sprechen uns Sonntag, okay? Tschüss, Süße. Tschüss, oder? Ja. Oh, klar. Tschüssi. Immer sehr abgelenkt, unsere Mom. Später Abend. Jetzt ist in der Bar vielleicht auch mehr los. Ja, oh. Wie los? Okay, ich kann hier nur wieder auf die Uhr. Okay. Oh. Oh, was ist das? Das kenne ich ja noch gar nicht. Der Text ist wirklich gut. Hört zu. Miu, du hast doch nicht. Psst. Was für eine schöne Melodie. Spike hat das geschrieben. Es ist richtig gut. Mach es aus. Mach das sofort aus. Miu. Was ist denn? Miu? Nein. Nein. Oh. Oh, das war. Das ist. Das Lied ist für dich? Oh, sie hat es mit Sicherheit gut gemeint. Aber das. Oh Gott, Spike liebt dich. Claire, bitte. Ich muss hier weg. Oh, Scheiße. Warum ist sie weggelaufen? Ach, was habe ich falsch gemacht? Nichts, das ist ein tolles Lied. Während ich dich großgezogen habe, was habe ich da falsch gemacht? Wann habe ich dir beigebracht, dass es okay ist, solche Grenzen zu überschreiten? Ich wollte doch nur verschwinde. Wie bitte? Raus hier! Spike, es war doch nur, ich sag's nicht nochmal. Alle raus hier! Oh, weia. Haha, ob es jetzt so gut ist, wenn wir mit Spike reden? Oh, schauen wir mal auf unsere Aufgaben. Okay, ich sollte nachsehen gehen, ob Claire okay ist. Ich muss jetzt wirklich ins Bett, wenn ich schon bei Tagesanbruch aufstehen soll. So, Miu hat gesagt, ich solle heute Abend zur Bar kommen, wenn ich etwas Cooles erleben will. Ah, Spike liebt Claire. Yes! Das Paar des Jahrhunderts. Schön, dass es auch mal gute Nachrichten gibt. Wobei Claire sah nicht gerade begeistert aus. Nein, die war eher panisch. Nicht jetzt, Krabbelkäfer. Okay, ja, gut. Ich meine, ich hätte es mir ja denken können. So, wo finden wir jetzt Claire? Claire, Schatz. Oh, die Arme. Claire? Das war ein wundervolles Lied. Ja, das war es wirklich. Ich hätte nie. Es wäre mir nie. Tut mir leid. Mit mir ist im Moment nichts anzufangen. Ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, um. Oh, ich wünschte, ich könnte alle meine Gefühle katalogisieren. Mach dir bitte keine Sorgen um mich. Ich bin hergekommen, weil ich bei einer Inventur so gut zur Ruhe kommen kann. Ich bin, wo ich sein möchte. Okay. Oh, vor lauter Beziehungen hier vergesse ich total das Pflanzensammeln.
Okay, also. Vielleicht hat Mio doch was Blödes gemacht. Claire wirkte total fertig. So. Aber wir können auch nochmal nach Mio gucken, ne? Der wird es jetzt auch nicht so prickelnd gehen nach dem Anschiss. Und ihr zwei? Fühlst du dich müde, alter Mann? Irgendwie aufgeladen und erschöpft zugleich. Schauen wir mal, ob sie daheim ist. Gut, sonderlich traurig wirkt das jetzt nicht auf mich. Aber mal sehen. Sieh mich nicht so an. Ich habe Mist gebaut, okay? Ich habe geglaubt, ich täte etwas Gutes für jemanden, den ich liebe. Aber das ist jetzt egal, denn in Wahrheit habe ich Scheiße gebaut. Ich verstehe es nicht. Ich dachte auch, dass die beiden sich mögen. Das tun sie ja auch, ich schwöre es dir. Aber er hätte doch nie was gesagt. Und sie ist so schüchtern. Ich dachte einfach, wenn sich beide sicher sein könnten, dann würden sie auch zueinander finden. Wir sehen uns morgen früh, okay? Im Moment möchte ich einfach nur Musik hören, die Weltuntergangsstimmung verbreiten und mich schlecht fühlen. Ja, das verstehe ich. Ja, sie hat es mit Sicherheit wirklich nur gut gemeint. Ob wir nochmal mit Tung reden können? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Weg, aber... Wenn dann da. Wo er zu viel Serien guckt. Ah. Claudia, die Schwangere, hatte einen schlimmen Streit mit Paolo. Ah, er hat ihren Spiegel zertrümmert. Das klingt nicht wirklich okay. Ich glaube, sie hat ihm gesagt, dass sie in Pietro verliebt ist. Pietro und Paolo sind Brüder. Aber ihr Baby ist von Paolo, verstehst du? Ich schätze, das Baby macht die Dinge komplizierter. Ja. Ich glaube, der Berg ist irgendwie wichtig, aber ich weiß nicht genau, warum. Wenn ich Pietro wäre, würde ich mich da raushalten. Die Liebe ist schon kompliziert genug, auch ohne Babys. Ja. Oh je, oh Mann. Das waren noch Zeiten, als die Leute Dinosaft als Treibstoff benutzt haben. Diese Konsole ist uralt, welche Spiele er wohl hat. Affenkreuzen. Ich schätze, das ist etwas und ich kenne es nur nicht. Okay, also Tung ist mal wieder in seiner Soap-Welt. Ratten! Ratte! Naja, die gibt's am Hafen wohl. Öfters mal. So, habe ich jetzt neue Aufgaben? Nein, nur, dass ich ins Bett muss. Und das werden wir jetzt auch tun. So, dann bin ich aber doch mal gespannt, wie am nächsten Tag der Bootsausflug wird. Musik.
Hä? Okay. Kai? Kai, bist du das? Ich wusste doch, dass du nicht rechtzeitig aufwachen würdest. Aufi, Bootstour. Hafen, hopp, jetzt. Liebes gutes Bett, es tut mir leid, dass ich dich so vernachlässige. Bootsfahrt, Bootsfahrt. Okay, Opa pennt noch. Den lassen wir jetzt auch mal pennen. Bootsfahrt, da unten vergnügen sich die Dots. Mio hat gesagt, ich soll zum Hafen gehen, nicht zu ihr. Ja. Dem ist Folge zu leisten. Süß, wie sie da baden. So, da, dann auf zum Hafen. Und das sind die zwei ja auch schon. Dann hoffen wir doch mal, dass Tung gute Arbeit geleistet hat, was das Boot angeht. Oh, cool. Ich hab dir doch gesagt, dass sie kommt. Tut mir leid. Früh aufstehen war noch nie so mein Ding. Man gewöhnt sich daran, sich an den Tieren und dem Tageslicht zu orientieren. Außer wenn man die ganze Nacht fernsieht. Komm schon, sonst verpassen wir den Tagesanbruch. Alle Mann an Bord. Du bist aber jetzt nicht die ganze Zeit so, oder? Ahoi, Kameraden. So, Kapitel 5. Die Sumpfinseln. Oh, das heißt, da gibt es dann auch neue Pflanzensamen eventuell. Dennis hat mir gesagt, das wäre eine gute Route für den Ausflug. Warum? Weil es hier hübsch ist? Mich kann man mit Ruinen in der Morgendämmerung begeistern. Wer hat in all diesen Häusern gewohnt? Oh, weiß ich nicht. Das war lang vor unserer Zeit. Da drüben ist ein großes Schild, da steht Motel drauf. Ich schätze, die Leute haben hier Urlaub gemacht. Also, wie fühlst du dich, Tung? Gut. Hab vielleicht gestern zu lang ferngesehen, aber naja. Pass auf, wir brauchen hier nicht um den heißen Brei herumzureden, okay? Heißer Brei? Naja, ich wollte nicht... Schon gut. Ich habe was Dummes gemacht und einen der wenigen Menschen, die immer für mich da sind, sehr verletzt. Also ja, habe ich toll hingekriegt. Hört sich nach Stress an. Es hätte ein romantischer Moment sein sollen. Ich meine, wenn du drüber nachdenkst, Spike und Claire sind perfekt für... Moment, Mama? Ich dachte, sie mag ihn. Aber sie ist meine Mutter. Sie kann doch nicht jemanden mögen. Was denkst du? Sie verliebt sich plötzlich nicht mehr nur, weil sie dich aus sich rausgeprägt. Nein, es ist nur, ich dachte. Ich hab doch gesagt, dass es eine dumme Idee war. Ich hab das Gefühl, sie mögen sich. Ich weiß aber, was du meinst. Ich hab das Gefühl, sie mögen sich. Genau. Und, naja, das Leben ist kurz. Stimmt doch, oder? Spike hat hier also ein Liebeslied geschrieben? Ja, ich habe es gefunden, als ich nach einer Kassette gesucht habe, die wir benutzen können. Und du hast es allen in der Bar vorgespielt? Ja, und das war furchtbar und das ist mir inzwischen auch klar. Du musst dich einfach dafür entschuldigen. Ich weiß, ich weiß. Das werde ich auch. Ich versuch's beim Mittagessen. So, versuchen wir doch einfach eine entspannte kleine Bootsfahrt zu machen. Und das alles hinter uns zu lassen. Klingt gut. Oh, sehr schön.
Hihi. Die Geckos sind schon putzig. Das Wasser ist wärmer. Ja, wir entfernen uns jetzt vom Meer Richtung Sumpf. Es ist wirklich schön hier draußen. Der Fernwehwalzer. Okay, wir lernen also gerade eine neue Melodie und können dann bestimmt einen neuen Garten anlegen. Sehr schön. Ist das was Neues? Das ist alt, stimmt's? Etwas ganz Altes. Ich glaube, mein Vater hat das früher gesungen. Woher weißt du das? Woher die ganze mystische Selbsterkenntnis? Ich habe ein paar dieser Lieder aufgeschnappt, seit ich hier bin. Die sind irgendwie ein bisschen mythisch, würde ich sagen. Wenn sie aus der Zeit von Mani stammen, ergibt das Sinn. Und ich wette, du brauchst eine besondere Pflanze oder sowas, Tom. Ja, du hast tatsächlich recht. Kai kann Gedanken lesen. Ich wollte ein paar Runen und sowas auf das Boot malen. Als Glücksbringer für sichere Fahrten und so. Aber mir sind die Pigmente ausgegangen. Ich gewinne sie aus, was, Wubienwurzeln. Es braucht allerdings ewig, bis sie eine brauchbare Größe haben. Kannst du sie anpflanzen? Ich bräuchte nur ein paar Samen. Wubienwurzeln. Ja. Was ist das Gegenteil von Allemann an Bord? Allemann von Bord? Allemann von Bord. So, Wupienwurzeln sind das. Ist das sowas hier? Baumwollgras, nein. Okay. Kerignola? Diese Kacheln sehen schick aus. Ganz viele Pflanzen. Wupienblatt. Okay. Wenn Miu nicht hier wäre, hätte ich vielleicht etwas Bammel davor, von irgendwelchen Säbelzahntieren angegriffen zu werden. Wassernessel. Papierfarnspore. Angelt ganz friedlich. Vogelbeere. Ich finde diese Vögel da total putzig. Ich frage mich, ob das ein Blitz war oder der Komet. Grünklaue. Und wie heißt sie? Weiß ich nicht, ist doch nur eine winzige Insel. Nein, ich meine das Boot. Oh, weiß nicht. Da arbeite ich noch dran. Booty Mac Butterina. Oder Booty Mac Butterina. Seedrache. Belladonna. Wenn's schon italienisch, dann nimm doch den Namen deines liebsten Soapstars. Katharina. Ach, sei still. Blackjack. Der große Leichtsinn. Urmel. Was ist ein Urmel? Lucia. Wer ist Lucia? Deine große Liebe? Wow, du bist ganz rot geworden. Ich glaube, ich nenne es Seedrache erstmal. Okay, aber den Namen von Kais Freundin merkst du dir als Reserve. Mach ich. Ehrlich, ich habe noch nie jemanden so rot werden sehen. Nochmal Koroka. Da hat Tung wirklich gute Arbeit geleistet. So, ich fühle mich immer noch schlecht wegen dem Streit mit Opa. Ich werde mich nach unserem Ausflug bei ihm entschuldigen. So, Bootsfahrt, Bootsfahrt. Ich habe es geschafft, das Tung-Baby-Geheimnis nicht sofort auszuplaudern. Hoffentlich erzählt Eileen es ihm heute. Geheimnisse für sich zu behalten ist so schwer. Naja.
Das geht schon. Und? Beißen Sie? Das wird nichts. Wir haben wahrscheinlich zu viel Schlamm aufgewühlt. Es geht ja auch nicht um die Fische. Beim Angeln geht es nicht um die Fische? Nicht bei diesem Angeln. Es geht um das Drumherum. Köder beschaffen, Angelrouten machen und Schwimmer basteln, mit den Händen arbeiten. Gilt das auch fürs Jagen? Ich schätze, es sollte schon mehr dabei rumkommen. Aber es ist auch ein Ritual. Die Dinge, die du brauchst, herstellen, säubern, überprüfen. Mir fehlt das Schwimmen etwas. Ich dachte, die Auszeit würde mir gefallen. Aber ehrlich gesagt vermisse ich das Schwimmtraining. Es hat dem Tag Struktur gegeben. Jeden Abend legst du deine Sachen raus, packst deine Tasche, alles an seinen Platz. Der Trainer sagt, das Wichtigste für einen guten Sportler ist das organisierte Vorgehen. Hey, wenn aus Spike und Claire was wird, dann wärt ihr beide Geschwister. Oh Gott. Ein kleiner Bruder, das hat mir gerade noch gefehlt. Ihr seid doch sowieso praktisch Bruder und Schwester. Was machen Geschwister überhaupt zusammen? Chaos stiften? Kommt nicht in Frage. So, dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwo etwas tun können, aber ich glaube nein. Wir sollen uns wohl besser bald auf den Rückweg machen. Ja, ich bin zum Mittagessen mit Spike verabredet. Das wird lustig. Wir können den kürzeren Weg nach Hause nehmen. Bereit? Die gute alte Seedrache ist bereit, uns nach Hause zu bringen. Und schon haben wir uns an den Namen gewöhnt. Gefällt mir. Oh, wenn du einen Platz brauchst, an dem du Wubienblatt anbauen willst, Kai. Dieses Stück Garten im Hof, wo ich das Boot stehen hatte, wäre gut dafür. Wäre cool, wenn da wieder was wachsen würde. Genug geredet, los geht's. Errungenschaft freigeschaltet. Erfahrener Seebär? Wegen einmal Boot fahren. Das ist doch gut. Da wären wir. Ich kann nicht fassen, dass du ein komplettes Boot auf Vordermann gebracht hast. Die Seedrache. Klar. War jedenfalls eine schöne Reise. Viel Glück. Viel Glück beim Mittagessen dann, Miu. Ah. Wir hören dann von Mori, wie es läuft. Komm doch nachher im Hof vorbei, Kai. Danke für das Abenteuer. So, es ist Mittag. Und... So, in Tungs Hof gibt es anscheinend eine gute Stelle, um dort einen Garten anzulegen. Hab Tung versprochen, etwas Wubienwurzel für seine Bootsfarbe anzupflanzen. Joke hat gesagt, ich soll zum Archiv kommen und hören, was er über den Geheimcode, den er für mich übersetzt hat, zu sagen hat. Okay. Dann lasst uns doch mal gucken zu dieser freien Stelle. Graubert ist immer noch nicht zurück. Hey! Dennis hat noch irgendwo ein paar Wubienblattsamen. Und meine Mutter hatte auch noch anderes Zeug, das sie früher im Garten angebaut hatte. Hier. Küstenorchidee, Kelchblüte. Nicht schlimm, wenn du schon was hast. Ich dachte nur, vielleicht hilft das hier ja. Ja, das hilft. Ah. Samenpflanzen. So, und das, also Wubie. Wubie, Wubie. Wo ist denn jetzt die Wubie? Die Wubie wird uns sagen, was für eine Sorte Garten das jetzt auch wieder wird. Ach du Scheiße. Jetzt schnall ich's, das ist alphabetisch. Fernweh. Okay. So, Fernweh. Haben wir denn noch ein bisschen Fernweh vorhanden? Tatsache. Oh, die sind aber groß.
Das Baumwollgras ist auch Fernweh. Das kann sogar hier hin. Ach, das ist ein Wasserbecken. Jetzt. Nee, du nicht. Du bist Euphorie. Aber du bist Fernweh. Sehr schön. Friedlich. Was ist Fernweh? Ich brauche irgendwas für die Wand für Fernweh. Jenseitig. Ah ja, ihr könnt dahin. Das ist gut. Das ist auch Fernweh. Friedlich. Schon sehr gespannt drauf, wenn wir den gruseligen Garten pflanzen dürfen. Jenseitig, naja. So, dann werden wir mal Wachstumslieder spielen für Fernweh und gucken, wie es sich dann an, wie sich der Garten entwickelt. Fernweh. Zack, alles voller Pflanzen. Okay, das ist etwas chaotisch geworden. Schauen wir mal, Pflanzen hegen, ob wir hier schon was ernten können. So, gucken wir doch mal, ob da schon das dabei ist. Wie läuft's? Ich habe die Wurzeln angebaut, die du für die Seedrache wolltest. Cool, danke. Meine Mutter wird total begeistert sein von dem Garten. Vielleicht kann er sie ja etwas aufmuntern. Kommt er dir etwas ungewöhnlich vor? Abgesehen davon, dass er schöner aussieht, meinst du? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, die Luft fühlt sich vielleicht frischer an. Wie eine Meeresbrise. Mein Vater hat immer gesagt, das Meer riecht nach Abenteuer. Hey, ich weiß nicht, ob Spike und Mew sich rechtzeitig wieder vertragen werden, aber wir treten freitags immer in der Bar auf. Am besten kommst du am späten Abend vorbei, würde ich sagen. Und bis dahin muss ich Farben anrühren. Danke für deine Hilfe. Yeah. Das scheint zum Sammeln von Regenwasser zu sein. Eigentlich ziemlich cool. Jawohl, haben wir den nächsten Garten angelegt. Ich glaube, es waren jetzt 4 Stück. Ich bin schon mal gespannt, was nach 7 Gärten so passiert. So, in Tungshof gibt es anscheinend eine gute Stelle, um dort einen Garten anzulegen. Oh, diese Stimmung hat mir wirklich gefallen. Es hat sich toll angefühlt. Frisch und frei. So, hab Tung versprochen, etwas Wupienwurzel für seine Bootsfarbe anzupflanzen. Vielleicht war das eine blöde Frage, ob er das Gefühl hätte, dass von dem Garten eine Stimmungsänderung ausgeht. Aber was, wenn das alles nur in meinem Kopf ist?
So, und Joke hat gesagt, wir sollen zum Archiv kommen und da werden wir jetzt auch hingehen. Okay, gestern haben wir einen Rückschlag erlitten. Vielleicht sollten wir uns einen freien Tag gönnen, ihr wisst schon, uns davon erholen. Jetzt ist also der richtige Moment, um uns in Aktion zu stürzen. Ich möchte gar nichts stürzen. Also gut, welchen Markt unserer nicht-monetären Wirtschaft nehmen wir uns heute vor? Ich will mir nicht wehtun. Wasserläufer. Die kleinen Käfer, die über das Wasser gleiten? Was hast du vor? Ihnen Geschirre anlegen und Ausritte in den Sumpf anbieten? Ich bin nicht sicher, ob wir das tun sollten. Gibt es Süßwassermeerjungfrauen? Okay, die haben wirklich immer sehr, sehr schräge Ideen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut und gehen in der nächsten Folge ins Archiv. Ich sage Dankeschön fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal bei Mutatione. Macht's gut. Ciao.